Der Hohenemser Radprofi Matthias Brändle verpasst gestern im Einzelzeitfahren den Staatsmeistertitel nur um wenige Sekunden. Wie schon im Vorjahr muss sich der Trecksäger Fredo-Fahrer dem Steirer Georg Preidler geschlagen geben. Aber für die Heimweltmeisterschaft in Innsbruck ist Brändle damit qualifiziert. Die Staatsmeisterschaft im niederösterreichischen Stephanshart beginnt mit einigem Regen. Rechtzeitig zum Start der Elitefahrer ist die Strecke aber wieder getrocknet. Brändle findet von Beginn weg einen guten Rhythmus, verliert auf der 28,4 Kilometer langen Strecke aber vor allem auf der Bergauf-Bergabschleife über den Teufelsberg Zeit. Mit Fortdauer des Rennens kommt der Hohenemser zwar immer besser mit den Verhältnissen klar, im Ziel fehlen Brändle aber dennoch 4,5 Sekunden auf den neuen und alten Staatsmeister Georg Preidler. Ja, es war echt ein knappes Rennen, muss ich sagen. Ich habe alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen. Georg war halt einfach schneller. Hat mir am Anfang ein bisschen abgenommen, ganz wenig über die Hügel. Am Schluss konnte ich wieder ein bisschen aufholen. Er war halt besser, das muss ich zugeben. Und der Mittelteil war ziemlich bergig, auch ziemlich steil. Ich habe gesagt, dass ich da eigentlich Zeit gut gemacht habe gegenüber den anderen Österreichern. War fast gleich schnell wie der Georg und ich hoffe, dass das Ticket war für die WM in Innsbruck. Und das war es. Der Vizestaatsmeistertitel bedeutet für Brändle einen der zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft Ende September im Einzelzeitfahren. Als nächstes bereitet sich der 28-Jährige in Livigno auf die Europameisterschaft im Zeitfahren in Schottland vor. Die startet nämlich schon Anfang August.